Willkommen zurück zu Starfield. Jetzt haben wir ein paar Nebenaufgaben hier angenommen und alle mal ein bisschen umgeguckt. Hier in Space Hell, Port gerade von New Haven, New Atlantis so rum. Und ja, wir können hier anscheinend noch in andere Etagen runter. Da machen wir jetzt mal weiter. Gehen wir jetzt in die Wasserfallpromenade. Mich ist das interessiert. Ach, sind wir hier oben. Okay. Und ja, wir haben jetzt schon mehrere Nebenaufgaben angenommen, letzte Folge. Also, ne, die blauen sind normale Nebenaufgaben, wie ich jetzt gelernt habe. Juwelenheit, genau. Und ja, wir gucken uns gerade hier einfach nur ein bisschen in der Stadt um. Um hier mal alles mitzunehmen. Ich glaube auch, hier schön was anzuschauen. Oh, hier, das habe ich gar nicht reingeguckt. Allgemeinigte Orte 7, erkundete Orte 4. Besuchsysteme, gescannte Planeten. Sehr gute Aktivitäten, zwei erfüllte Quests. Hier, Crimson Fleet Quests, Restart Collective Quests, Rion Industries Quests, United Colonies Quests, Name Quests. Okay. Obwohl, ich glaube, hier gibt es wirklich nichts, also eine schöne Aussicht. Wenn es mir in der Loge zu viel wird, komme ich gern hierher, um, du weißt schon, quasi dahin zu schmelzen. Ja, schon so ein bisschen Erd-Vibes hier. Verstehe, warum die sich als neue Erde bezeichnet haben. Das. Okay, genau. Ja, mehr ist ja auch nicht so geschnitten, nur eine kleine Promenade. Gut, haben wir mal angeguckt. Schöne Aussicht. Wisst ihr Bescheid. Das sind hier, glaube ich, alles so normale Bürger, ne? Ja. Okay. Keiner hat irgendeinen Namen, keiner ist irrelevant. Ich gehe heute mit meiner Freundin auf einen Drink zum U-Port. Deswegen bist du hier. Sag, was machst du schon wieder hier? Junge. So, okay, dann machen wir unter Deck. Unterwelt, scheinbar. Jawohl. Hier sind wir bestimmt richtig. Waffenshop. Guck mal, einseitiges Jagdgewehr. Cool.
Das Zeug ist alles legal. Versprochen. Ich höre das Leben auf dem Unterdeck. Ganz viele Leute sagen, es wäre grauenhaft, kaum besser als obdachlos zu sein. Sie jammern, wie viel besser die Leute oben es haben. Aber mir gefällt's hier. Hier ist es echter. Oben versuchen alle zu zeigen, wie zivilisiert und reich sie sind. Es nervt. Aber hey, jeder wie er mag. Gibt's einen UC für den Überschuss? Sieh dich um, was glaubst du? Die UC ist eine Riesenorganisation. Viele Planeten, viele Menschen, viel Material. Ist nicht immer leichter, den Überblick zu behalten. Manchmal fällt was durchs Raster und verstaubt dann in irgendeinem Lagerhaus. Aber das ist okay, weil ich nämlich davon profitiere und damit auch du. Ich kaufe die Sachen in großen Mengen an und verkaufe sie günstig weiter. Win-win. Ganz in Ruhe, ich hab Zeit. So, also auch für Magazine. Oh, schnell geimpft Waffen. Aber dieser Schalldämpfer können wir wahrscheinlich auch selber herstellen, deswegen. Wir wahrscheinlich noch können. Pass auf dich auf, okay? So, also das Unterdeck, ist der Bescheid. Panel-Tür verriegelt. Tür verriegelt, ein Sperrenschlüssel erforderlich. Okay. Hier drin keinen Helm tragen. Das weißt du schon, oder? Ja, ich weiß. So. Ja, Posten im Botschaftsdistrikt würde ich alles geben. Wenn wir das Unterdeck lösen. Ich weiß nicht, warum die UC Security hier unten überhaupt vertreten ist. Sie wollen den Menschen ja offensichtlich nicht helfen. Hab dein Schiff gesehen. Schick. Woher kennst du mein Schiff? Shit, fuck it. Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Was? Hey du. Das ist ein meisterlicher Schluss. Weißt du Bescheid. Komm hier, vergiss. Auf dem Mond. Okay, also sie haben zwar einen Namen, aber er hat keinen Dialog. Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Hey, willst du für die Tracker-Allianz ins Kopfgeld-Business einsteigen? Dann such dir bei einer der Auftragsbörsen in der Stadt einen Auftrag aus. Es ist nicht jeder für den Job gemacht, aber wenn du dich an unser Motto hältst, kommst du klar und verdienst dir Credits. Keine Gnade, keine Gefangenen. Ja? Aber eins muss dir klar sein. Die Kopfgeldjagd kann knifflig sein. Bereite dich also gut vor, bevor du loslegst. Wenn du glaubst, du hast das Zeug dazu, findest du in Auftragsbörsen eigentlich immer Jobs der Tracker-Allianz. Bezahlt wird bei Abschluss der Mission. Ich helfe dir beim ersten Schritt, aber dann musst du alleine klarkommen. Halt dich einfach an unser Motto. Keine Gnade, keine Gefangenen. Kannst du mir mehr über Auftragsbörsen erzählen, wo ich sie finde? Natürlich. Du findest in jeder großen Stadt und auch in manchen kleineren Siedlungen Auftragsbörsen. Da werden alle möglichen Jobs angeboten. Auch Kopfgeldaufträge von der Tracker-Allianz. Meistens in der Nähe von Weltraumhäfen. Such einfach in den Bars, in denen Reisende und Freelancer wie du gerne abhängen. Kleiner Tipp. Bei den Auftragsbörsen wirst du nach Abschluss garantiert bezahlt. Absolut zuverlässig. Nicht wie, wenn dir ein Säufer einen zwielichtigen Job anbietet. Wir sind einfach eine Allianz von Kopfgeldjägern. Manche teilen Ressourcen, manche arbeiten solo. Aber die Organisation macht es uns allen leichter, unsere Arbeit zu machen. Und sie legitimiert sie. Wir üben keine Selbstjustiz, sondern sind Teil des Systems. Die verschiedensten Menschen beauftragen uns, Flüchtige aufzuspüren. Wir finden diese Flüchtigen und kümmern uns um sie.
Hast du irgendwelche spannende Geschichten für den Kopfgeldjagd? Ich habe eine, die ich dir erzählen kann. Ich musste mal eine von uns aufspüren. Eine Frau, mit der ich befreundet gewesen war. Sie hat uns verraten. Wir haben Listen mit allen Mitgliedern samt Kontaktdaten, die natürlich geheim sind. Sie hat sich in unsere Systeme gehackt und die Listen meistbietend zum Verkauf angeboten. Viele Leute würden töten, um an diese Informationen zu kommen. Ich musste sie finden und aufhalten, bevor sie an den ersten Kunden liefern konnte. Ich sage dir, es ist nicht leicht, jemanden zu jagen, der alle deine Taktiken und Techniken kennt. Aber ich habe sie gefunden. Und zum Schweigen gebracht. Okay, also gibt's auch... Auf Wiedersehen. Kopfgeldjäger hier. Du hast... Neuer Tag, neue Schicht. Sie verschachtelt hier auf jeden Fall alles. Es wird per Computer geöffnet. Ein Sperrencomputer erforderlich. Okay. Okay, sie könnten über irgendwo reinhacken. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber ja. Na. Du musst auf diesem Planeten kein Held. Ja, ist okay. House of the Lighted. Okay. Kay ist wie mein zweites Zuhause. Blöd ist nur, dass ich kein erstes habe. Willkommen im Haus der Aufklärung. Was ist das Haus der Aufklärung? Anfangs waren wir eine intellektuelle Bewegung von Atheisten. Mit zunehmender Zahl konzentrierten wir uns mehr auf humanitäre Arbeit. Wir wollten zeigen, was die Menschheit gemeinsam erreichen kann. Wer bezahlt das alles? Nun, wir lassen keine Spendendose umgehen oder sowas, wenn du das meinst. Aber wir sind durchaus auf Spenden angewiesen, die wir so sparsam wie möglich einsetzen, wie du anhand der Umgebung hier vielleicht siehst. Guck mal hier, intuitiv. Ich habe überlegt, ob ich versuchen soll, etwas mehr aus mir rauszugehen, geselliger zu sein. Bei den vielen Kontaktmöglichkeiten fühlt man sich paradoxerweise schnell einsam. Wir bieten eine spezielle Einzelberatung an, die helfen kann. Aber ich muss wissen, was dein Antrieb ist. Problem ist, ich fühle voll mit dem Introvertierten. Deswegen. Ja, freundlich genug bist man ja. Nicht, also das heißt ja nicht nur introvertiert, dass man nicht auch manchmal unfreundlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist schwer, das in Wort zu fassen. Es klappt besser, wenn ich den Grund kenne, aber ich kann dir wohl helfen. Wenn du Zeit hast, können wir an verschiedenen Techniken arbeiten. Und wir können dich durch Rollenspiele in andere Situationen versetzen. Das kannst du durchaus ändern, wenn du bereit bist, daran zu arbeiten. Intuitiv dauerhaft entfernen, okay. Zuerst musst du dir wirklich sicher sein. Sag also Bescheid, wenn du bereit bist. Geistige Unterstützung, den Perk zu kriegen. Bevor ich Jake traf, habe ich gesoffen. Er hat mir quasi das Leben gerettet. Ich glaube nicht ans Beten. Hab's einmal probiert, hat nichts geholfen. Aber vielleicht muss man es länger machen. Bist du hier aufgewachsen? Nein. Ich bin wie viele Leute hergekommen, um Arbeit zu finden. Ich suche noch. Wer schon länger hier ist, kann schon gar nicht mehr einschlafen, wenn er keine Turbine hört. Geht mir vielleicht irgendwann auch so. Wie leben Sie sich hier auf dem Unterdeck? Wie man sich's vorstellt. Miese Arbeit, noch miesere Bezahlung. Aber wenn die Lage richtig schlimm wird, zeigt sich, wie nett die Menschen sein können. Sogar hier unten. Im letzten Drecksloch. Nein, nur streif deine Schuhe ab. Wenn du Schlamm reinträgst, muss jemand sauber machen. Und zwar meistens ich. Wir sehen uns.
sind ja so die, die an keinen Gott glauben, ne? Das ist für eine Religion auch hier in Starfield. So. Nur hier an PC, ne. Okay, dann merke ich hier alles. Warum ist hier Wasser? Auf dem Unterdeck gibt es sehr viel zu tun und sehr viele hilfsbedürftige Leute. Könnt ihr mal sagen, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Perfekt. Ich suche zufällig gerade jemanden, der mir bei etwas hilft. Dann kommt der Zufall. Ja, manchmal ergibt es sich einfach gut. Menschen mit gemeinsamen Interessen finden zueinander und indem wir zusammenarbeiten, können wir etwas Größeres erreichen. Also der Auftrag. Du musst einen Mann namens Tahir von der Krankenstation abholen. Er erholt sich von einigen Verletzungen und braucht Hilfe, um in seine Wohnung zurückzukehren. Hol ihn ab, besorg ihm etwas zu essen und bring ihn nach Hause. Wo wohnt Tahir? In einem der ärmeren Bezirke, wo die Kinder Fußball spielen. Bring ihn dahin, das sollte reichen. Tahir ist stolz, er soll sich nicht von dir abhängig fühlen. Du gibst ihm bloß einen Schubs in die richtige Richtung. Und bekommt er von der UC keine Hilfe? Heikles Thema. Tahir hatte schon öfter Probleme mit der UC Security, wegen Vandalismus, Diebstahl und Prügeleien. Und er gibt den UC die Schuld an den Bedingungen auf dem Unterdeck und an seinen persönlichen Problemen. Und da er keine Hilfe von den Behörden annimmt, springt eben das Haus ein und unterstützt ihn. Werde ich machen. Klasse, du findest ihn in der Krankenstation. Er hat sicher Hunger. Bring ihn nach dem Abholen also erst einmal zu Kai. Sie hat schon ein Essen zum Mitnehmen vorbereitet. Und danke. Das ist nett. Missbräumte Fremde. Ja, humanitäre Mission finde ich cool. So. Ich gehe erstmal hier ins. Ach, das ist Kay, okay. Ja, was, dass wir auch mal nicht nur uns umgucken, machen wir jetzt auch mal gleich. Das Programm mit Fremde holen, den Patienten aus der Krankenstation. Warum nicht? Dann haben wir hier noch Apex Electronics. Okay, gehen wir halt doch noch erstmal in Apex Electronics rein. Bisschen schon mit Struktur hier durch. Das weiß ich nicht mehr, wo ich war, wo nicht. Lunge hier nicht rum, ja? Das kann ich nicht ausstehen. Ich helfe Henrik gelegentlich, nicht mehr so oft. Aber das ist schon in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe, aber sieh dich ruhig um. Ein Elektronikladen hätte ich auf dem Unterdeck nicht erwartet. Ach ja? Glaubst du etwa, die Leute hier unten können sich keine Elektronik leisten? Das höre ich ständig. Schon klar. Den Mist darf ich mir viel zu oft anhören. Wenn du noch mehr Kommentare hast, behalt sie einfach für dich. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Ach, schon gut. Denk nur einfach ein bisschen besser nach, statt alles zu sagen, was Deutsch klingt nicht in Dialog schießt. Durch. Mal sehen, was du ein Angebot. Ich mache immer gern Geschäfte. Andere sollten wir deswegen auch nicht sagen. Grundlagisches Reparatur. Pass auf dich auf. Gemütlich, der Laden, oder? Mir gefällt es hier. Was machst du hier so? Oh, Henrik ist ein alter Freund von mir. Ich helfe hier gelegentlich aus. Aber ich lungere nicht einfach nur herum. Ich bin auch selbst unternehmerisch tätig. Nicht viel los hier, oder? Mag sein. Aber das ist gar nicht schlimm. Besser als der Lärm und der ganze Trubel da oben. Ich bin sehr altmodisch. Ich gebe mich nur mit Partnern ab, die ich kenne und denen ich vertraue. Aber wenn du mir einen kleinen Gefallen tust... Oh, noch eine Quest. Alter, New Atlantis. Du musst so 10 Folgen hier in der Stadt. Ein Paket für mich abholen und es mir bringen. Du musst nicht einmal mit jemandem interagieren.
Was ist in dem Paket? Der Inhalt muss dich nicht interessieren. Ich wollte gerade sagen, die Security aber noch. Schmuggelware, falls du das gleich in uns. Wenn du dich unwohl dabei fühlst, lehn einfach ab. Darüber darf ich noch nicht sprechen. Aber ich versichere dir, es ist lukrativ. Klar, was soll ich machen? Fantastisch. Dann erwarte ich dich. Alter. Bleib sauber. Selber gefällt mir nicht, dass die Quest hier annehmen, aber ist mir gerade egal. So, okay, hier waren wir jetzt noch rumgerannt. Okay, Mada, kommst du jetzt oder nicht? Ich frage zum letzten Mal. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme alleine klar. Wie du willst. Aber wenn du dich verläufst oder in einer Zelle landest, selber schuld. Ich kenne Leute wie dich. Lässiges Weltraum-Ass. Muss cool sein. So, okay. Nein. Du bist halt schon. Brauchst du was? Hey, weißt du zufällig, wo die Tornetze sind? Meine Wohnung ist in der gleichen Gegend. Mein Hirn ist einfach komplett vernebelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Holt dich hier niemand ab? Die UC Security hat es angeboten, aber ich habe abgelehnt. Wegen deren Hilfe sehe ich so aus. Ich wurde vor einer Weile verhaftet. Graffiti. Einer von den Bullen hat mich übel zugerichtet. Seitdem bin ich nicht mehr der Alte. Ich bin hier, um dich nach Hause zu bringen, falls du Probleme damit hast. Wirklich? Oder ist das eine Betrugsmasche? Ich habe keine Creds, okay? Warum warst du auf der Krankenstation? Ich habe chronische Gesundheitsprobleme. Im Grunde tut mir einfach alles weh. Meistens komme ich damit klar, aber manchmal reagiert mein Körper nicht. Dann lande ich auf der Krankenstation. Die pumpen mich mit heftigem Zeug voll. Danach bin ich immer total benebelt. Die Ärztin hat gesagt, ich soll ein paar Stunden warten. Aber ich will nicht in diesem Drecksloch rumlungern. Seid ihr etwas gegessen? Nee, ich bin am Verhungern. Aber ich habe noch ein paar Konserven zu Hause. Keine Buchsmasche, nur Andy Singh. Andy Singh? Naja, wenn ich jemandem was schulde, dann lieber dem Haus als den UC. Okay, gut. Du hast gewonnen. Nachdem ich sonst niemanden habe, riskiere ich es einfach. Also dann, geh voraus. So, jetzt gehen wir kurz bei Kay vorbei. Hier ist jeder willkommen. Behalt nur deine Hände bei dir. Verstanden? Du machst hier keinen Ärger. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du bist hier jederzeit willkommen. Weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen und ich lasse mir nichts gefallen. Deswegen bat mich, dir was zu essen zu besorgen. Ja, steht schon bereit. Nee, okay, Jux, falsch. Ist das für dich da hier? Naja, ich habe keine Credits, also... Ist wieder hier. Dann ist alles okay. Ich habe schon mit Andy geredet. Geht aufs Haus. Danke, Kay. Gern geschehen, Kleiner. Ich freue mich, dass du am Leben bist. Weißt du, früher warst du eigentlich jeden Abend hier bei uns. Dinge ändern sich, Kay. Wem sagst du das? Und ich weiß auch, dass es schwer ist, herzukommen. Aber lass dich mal blicken. Tut mir leid, ich versuch's. Gut. Schön, dass das geklärt ist. Hier ist die Suppe. Sei vorsichtig, die ist heiß. Hier gibt's jede Menge hungrige Mäuler zu stopfen. Das hält uns ganz schön auf Trab. Ja? Lieber erst zu Hause. Mir ist noch ein bisschen schwindelig. Ich würde sie nur fallen lassen. Okay. Geh voraus. Geh unbedingt Mama Hallo sagen, falls du es noch nicht gemacht hast.
Das ist dir wichtig. Was gibt es hier über zu erzählen? Mom, also Kai, hat das aufgebaut. Seit ich klein war, sorgte sie dafür, dass sich die Leute willkommen fühlen. Sie hatte nur eine Regel, kein Ärger. Alle hielten sich daran und ließen ihre Differenzen vor der Tür, wenn sie hierher kamen. Nach ein paar Jahren brauchten wir aber mehr Credits, um so viele Münder zu füttern. War nie als Business gedacht, wurde dann aber doch eins. Wenn die Leute für etwas Sicherheit und eine anständige Mahlzeit gern ein paar Credits liegen lassen, sagen wir nicht nein. Wenn wir es haben, bekommst du es auch. Frittierte Gewürzgurken, was? Aha. Shepherd's Pie, ui. Kümmer dich gut um Tahir, okay? Der Mann hat so viel. Sind ja auch gerade schon dabei. Humanitäre Hilfsquest. Schau mal durch. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Starrt Bäume an, klingt besorgt. So schlimm kann die Sache nicht sein, oder? Okay. Irgendwas, ey, da gibt es mir 5000 Quests, ey. Ich bin noch 10.000 Folgen in diesem Projekt beschäftigt sein. An Content. Ich will auf einem Raumschiff leben. Ah, da wären wir. Trautes Heim, Glück allein. Naja, aber mein Zuhause ist mein Zuhause. Auch wenn es erbärmlich ist. Aber... Vielen Dank. Ich hätte sie vermutlich auch alleine gefunden, aber es wäre anstrengend gewesen. Was vergesse ich jetzt deine Suppe? Oh, stimmt. Die Suppe von Kay. Mann, ich habe ewig nichts Warmes mehr gegessen. Scheint gute Erinnerung daran zu haben. Kann man wohl sagen. Vor meiner Verletzung war ich jeden Abend auf eine Suppe und ein Sandwich bei Kay. Egal wie schlecht der Tag war oder wie leer meine Taschen waren. Solange ich mein Essen und mein Bier hatte, ging's mir gut. Die ganze Last ist abgefallen. Und ehrlich gesagt, habe ich mich ewig nicht so gefühlt. Bis jetzt. Deswegen ist das wirklich toll. Vielen Dank. Kein Problem, viel Glück da draußen. Danke. Ich wusste erst nicht, was ich von dir halten soll. Fremden vertraut man hier nicht so leicht. Zum Glück habe ich's getan. GP für Freunde. Hallo, hallo. Schön dich kennenzulernen. Danke für deine Hilfe. Ehrlich. Ja, komm, das denkt wohl doch nicht jeder nur an sich. Dich wird man nicht los. So, Jake, haben wir hier. Was hast du denn jetzt wieder für ein Problem? Was glotzt du so? Brauchst du was? Willst du was kaufen? Wehe, du kaufst nichts. Ich hasse Smalltalk. Hast du hier unten viel Kundschaft? Hier unten? Als wären wir anders als andere Bars? Schlechter vielleicht? Willst du darauf anspielen? Das ist unterirdisch, also hatte ich recht. Ach ja. Tja, ich nicht. Okay, da will ich reden. Ja, geht klar. Der will nur, dass wir ihm Molekül abkaufen. Gut, dann bis bald. Was, Juden? Warum fragst du? Bist du von der Security? Jetzt hier sowas zu verbergen. Spielt keine Rolle. Wenn du mit mir redest, sehr wohl. Ich bin kein braver, gesetzestreuer Bürger. Wobei, ich habe schon zu viel gesagt. Vergiss es. Ich bin doch ein braver Bürger, okay? Ist hier irgendwas Interessantes los? Ernsthaft? Sieh dich doch mal um. Du bist am langweiligsten Fleck in der Galaxie. Darf es wohl. Das einzige Gute hier unten ist Kai. Das beste Essen in den besiedelten Systemen. Und ich kenne mich mit Essen aus. Aber ich darf nicht mehr hin. Kai hat mir Hausverbot erteilt. Mir? Ist das zu glauben? So ein unglaublicher Schwachsinn. Tja, Pech.
Pech gehabt. Und weißt du was? Ich kann dich auch nicht leiden. Ich finde dich sogar so abstoßend, dass ich Lust habe, dich auf der Stelle zu verprügeln. Na, was sagst du? Wollen wir uns 10 Runden liefern? Du hast Glück. Ich habe mir die Hand verletzt, als ich das letzte Mal einer Blitzbirne wie dir die Lichter ausgeknipst habe. Mein Arzt sagt, die Heilung könnte ein paar Natürlich, Monate dauern. Ja. Aber ich sag dir, sobald meine Hand in Ordnung ist, erlebst du was. Oh, reden wir noch? Was ein Idiot. Bei Jake kann man super Kontakte knüpfen. Genau das richtige Maß an Alkohol und Smalltalk. Einfach perfekt. Die rede ich gleich, warte kurz. Ich habe mich neulich für ein Testpilotenprogramm gemeldet. Ich will nicht mein Leben lang im Unterdeck leben. Im Dreck. Was kannst du mir im Unterdeck sagen? Essen gibt's bei Kai. Abgedrehte Atmosphäre gibt's bei Jake. Du willst dich leer fühlen? Dann hol dein Gepäck und zieh ein. Aber im Ernst, hier herrscht 50% Not und 100% Verzweiflung. Deswegen haue ich ab. Sieht aus so, ist ein deprimierender Ort. Ja, das einzige Positive ist, wenn man lange genug hier ist, vergisst man den Gestank. Sie belohnt ihn? Ich arbeite daran. Ich mache die UC Vanguard-Prüfung, spare auf mein eigenes Schiff und so. Es dauert nur ein bisschen länger als gedacht. Hä? Es war aber vor uns. Keine Sorge, es braucht Zeit. Ja, aber ich werde nicht jünger. Und jeder Tag auf dem Unterdeck ist wie 4 Tage oben. Ich arbeite daran. Es dauert... Ich bin sehr, wenn ich ganz unbedarft im Fliegen. Boah, wow, Superstar. Was machst du dann hier unten? Ich wäre dann garantiert nicht mehr hier. Okay. Bis dann. Der wird dann angeheuert werden. So, hier ist aber eine Auftragsbörse. Das interessiert mich doch. Ach, du heilige... Was geht hier ab? Handelsaufsichtsvertrag. Vertrag mit der Liga der selbstbestimmten Siedler. Liz. Auf Gunibu 2 in Gunibu könnte es Leben geben. Eine 3 Kilo kommt hin mit einem Zielgang in Landing. Ja, das ist im Anfang traurig. Standtransportflug, Bezahlung, Abschluss. Im So-System, okay, da braucht man eine Tagesangabe. Im So-System wurde ein berüchtigtes Piratenschiff gesehen. Ich finde die Crimson Fleet fern und zerstöre sie. Die Support-Quests brauchen ja Tagesabläufe, ne? Das ist doch der Problem. Da habe ich jetzt ein EP bekommen, also weil ich die... Helfen? Wir unterhalten uns später. Gut, okay. Wir gehen mit dem Schalter aktivieren. Wie geht's denn hier runter? Ach, wieder bei den House of the Light Zimmer, okay. Aber außen rum. Case Essen ist quasi wie zu Hause hier geholfen hast. Richtig, gut, erholt er sich. Viel Glück da draußen. Okay, er hat schon bekommen. Alles klar.
Gibt es noch einen Namen im Case? Ja, wenige. Lol. Sind wir auch mal in der Wohnung, könnten hier klauen. Mal so ganz eine Theorie. Hier keiner hinterherkommt, ich habe das Spiel aber nicht gewonnen. Kümmer dich gut um Tahir, okay? Der Mann hat okay. So viel gut. Klappt das, wir sind ja mal durch. Wir können auch hier hinten lang gehen allerdings. Ist hier noch im Krankenhaus zum Beispiel irgendjemand, der reden möchte? Ich habe nur begrenzte Ressourcen. Versucht, wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht tun. Okay, das ist der Doc, okay. Interessant. Nur mehr ist ja auch nicht. Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Wer bist du denn? Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Wer ist Karl? Ein Kollege von mir, der mir helfen soll. Aber er nimmt die Sache wohl nicht ernst. Kein Wunder eigentlich. Die meisten Leute ignorieren einfach, was hier unten los ist. Was genau suchst du? Wir versuchen, einen Spannungsabfall zu isolieren, der vermutlich daran liegt, dass viel Strom durch verschiedene Untersysteme umgeleitet wird. Aber dafür muss man eigentlich zu zweit sein. Einer muss die Verteilerkästen für diese Untersysteme finden und ausschalten. Der andere muss das System aus der Ferne überwachen. Es ist eigentlich ganz simpel und ein tödlicher Stromschlag ist relativ unwahrscheinlich. Ich kann dir helfen. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist doch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Gut, Leute, hier machen wir nächste Folge weiter. Machen wir ein paar von den Nebenaufgaben hier und gucken uns weiter oben. Ihr seht, wir brauchen noch ein paar Folgen, bis wir in New Atlantis durch sind. Aber ja, ich möchte ein bisschen Struktur ins Display bringen. Jetzt machen wir ein bisschen Nebenaufgaben, Missionchen und so, gucken uns ein bisschen um. Dann machen wir wieder Hauptquest und dann fangen wir vielleicht auch mal bald schon mit der ersten Fraktion an, nämlich den Vanguards. Also mal gucken. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.